Wir sind wieder da. Und welcome to Aogai City. So, dann gehen wir mal daran ans Dorf erkunden. Hallo. Willkommen in Aogai. Unser Dorf stand einstmals in voller Blüte und jetzt schaut es euch bloß an. Der Mana-Baum schützte einst das ganze Land, doch jetzt ist etwas Mächtiges zur schwarzen Zitadelle zurückgekehrt und hat den Mana-Baum befallen, um die Ödnis zu verbreiten. Ich fürchte, bald wird ganz Aogai verschwunden sein. Und damit ist es nicht zu Ende. Achso. Aber der Dialog schon. Können wir hier in die Häuser? Nein. Können wir hier in die Häuser? Hallo, hallo. Klopf, klopf. Nope. Auch nicht. Oh, wird geladen. Hallo, hallo. Oh. So weit wollte ich gar nicht gehen. Aber da ist eine Truhe. Die holen wir uns auch gleich. Aber erst mit den beiden Leuten hier quasseln. Tach. Hey. Hallo. Karius. Onkel. Ist alles in Ordnung? Gib bitte einen Namen ein, Acid. Jo. Karius. Endlich seid ihr wieder zu Hause. Hier ist viel passiert und die Ödnis verbreitet sich immer schneller. Fast halb Aogai ist bereits ausgelöscht. Wir müssen schnell handeln. Onkel, wir haben die Macht des Kristalls und Clouds Schwert aus der... Cloud. Clouds Schwert, ja. Aus der Nokia-Mine. Das sollte reichen, das Böse zu besiegen, das in der schwarzen Zitadelle lauert. Oh, und auch Klink habe ich hier, um das Schwert zu führen. Wir sind bereit, zur schwarzen Zitadelle aufzubrechen. Die schwarze Zitadelle. Die harte Frikadelle. Gut und schön, aber ihr braucht das Amulett von Jorn, um in der Zitadelle zu gelangen. Es wurde in zwei Hälften gespalten. Natürlich, wie immer. Eine ist im Heiligen Hain zu finden. Quasi das Duo-Force, nicht das Triforce. Es liegt im Süden von Aogai. Wummen! Wummen! Ich war letzte Woche dort und sah, dass der Fels in der Nähe des Eingangs-Neuschein-Stürzes ist. Ihr braucht eine Bombe, um ihn einzuholen. Ihr redet mit Gary, dem platzköpfigen Kartenspieler, auf dem Markt. Er war derzeit Offizier bei der Armee. Garen. Klink. Könntet ihr die Bomben besorgen, damit wir in der Heiligen Hain gelangen? Ich finde derweil einen Weg, stärker zu werden. Ich sollte mich wohl nicht immer darauf verlassen, dass ihr mich beschützen. Dude. Ich gehe heim, um in der Bibliothek meines Vaters zu recherchieren. Er war ein mächtiger Zauberer, der so manch wirksame Spruch kannte. Oh, okay, dann sind wir also wieder auf uns allein gestellt. Ich stoße später wieder zu euch, suche inzwischen Garen auf und frage nach den Bomben. Machen wir. Garen suchen, Bomben holen. Ihre Mutter war genauso eigensinnig. Viel Glück. Danke. Freigeschaltet, Mitglied verlässt die Gruppe. Allein zu sein ist etwas einsam. Hallo, Tag zusammen. Keine Glatze hier. Machen wir erstmal. HD-Hintergrund. Oh ja. Schick. Wow. Einfach nur wow. Ist hier was in dem Runden? Ich lebe schon seit 60 Jahren in Aogai und die schwarze Zitadelle steht leer, sobald ich zurückdenken kann. Jetzt scheint dort etwas Böses zu gedeihen, genau wie in alten Zeiten. Bedauere, da kann ich euch nicht dienen. Ich weiß nichts über Bomben. Und warum solltet ihr eine Bombe brauchen? Wir haben wohl eh schon genug Ärger. Okay. Aber irgendwie sieht ein bisschen nach Sackgasse aus hier. Freunde, Freunde, Freunde. Wird geladen. Weißt du noch ein bisschen mehr? Hallo? Rede mal mit Garen, dem glatzköpfigen Kartenspieler, auf dem Markt. Auf dem Markt? Wo ist denn hier der Markt? Alles klar, hier geht's runter. Hallo, verehrte Dame. Ich habe in letzter Zeit beunruhigende Gerüchte gehört. Man sagt, dass selbst der heilige Hain im Süden der Verderbnis anheimgefallen ist. Das war solch ein wunderschöner, ruhiger Ort.
Wenn das stimmt, fürchte ich, es gibt keine Hoffnung mehr. Naja, dann ist das nun mal so, ne? Hallo, Markt? Oh. Hei, hei, hei. Unruhiges Kind rennt den ganzen Tag lang herum. Herumzurennen ist wirklich anstrengend. Ich würde lieber mit Feuerwerk spielen. Na, das glaube ich. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Oh, Kisten. Freigeschaltet Kartenspieler. Seid ihr spielbereit? Freigeschaltet teurer Händler. Es gibt doch immer Leute, die von einer Krise profitieren. Hallo, teurer Händler. Heutzutage findet man nicht leicht Zubehör. Ich habe dennoch eine günstige, solide Ausrüstung erstanden. Kaufen. Schneller DVD-Player. Dafür habt ihr nicht genug Blies. Seltene Karte. Silberrüstung. Phoenix-Daune. Wurde im Inventar hinzugefügt. Hallo Jungs. Wer wollt eine Bombe? Ich gehöre schon ewig nicht mehr zur Demacia Army und habe keins von diesen Dingen aufgebaut. Also ist das wirklich der Garen aus League of Legends. Demacia! Ihr solltet mit unserer Krankenschwester nördlich von hier reden. Sie kennt jeden Klatsch über Aogai und seine Bewohner. Wer bist du? Warum ist sie nur so besessen davon, Sachen in die Luft zu jagen? Wenn ihr auf eine nette Partie Doppelzwilling aus seid, seid ihr bei mir Gold richtig. Warum nicht? Wählt den Stapel, gegen den ihr spielen möchtet. Wenn ihr gewinnt, gibt es weitere Stapel. Regeln? Jeder Spieler beginnt mit 5 Karten, die willkürlich aus seinem Stapel gezogen werden. Die Spieler platzieren Reihe um Karten auf dem Brett, bis es voll ist. Ihr könnt Karten des Gegners aufnehmen, wenn ihr eine Karte mit höherem Wert entsprechend daneben platziert. Der Spieler mit den meisten Karten für seine Farbe gewinnt das Spiel. Also, lass mal ohne spielen. Warum ist denn nur so besessen davon, Sachen in die Luft zu jagen? Ich weiß es immer noch nicht. Tut mir leid. Ja, wir spielen Doppelzwilling. Okay. Wie war das jetzt? Ah, okay. Nehmen wir mal den Pilz und klatschen den hier hin. Wenn wir die jetzt hier hinlegen, kriegen wir dann die obere. Ziemlich hohe Karte gespielt. Jetzt spielen wir noch den Torque. Halb Turtle, halb Ork. Yeah, you win. You win. Achievement unlocked. Card Player. Nächstes Mal gewinne ich. Kartenspieler, ihr habt eine Runde Doppelzwilling gewonnen. Spielen wir gleich mal hier auf. Na, komm her. Mittel. Gucken, wie weit wir mit unseren Karten da kommen. Holen wir uns gleich mal den hier. Oha. Alles Vierer oben. Nehmen wir doch einfach mal ein Bienchen. Oha. 4, 4, 4. Oh, das wird eine knappe Kiste. Yay!
Die mittlere Stufe auch gewonnen. Das war ein nettes Spiel. Naja, okay, lassen wir das. Gehen wir erstmal weiter. Wird geladen. Ihr seid auf Bombenhaus? Na klar, wir sind auf Krawall gebürstet. Auf geht's. Dann redet mal mit der verrückten Alten, die dort beim Brunnen wohnt. Sie lagert alles Mögliche in ihrem Keller. Nur gut, dass man mir diese Salbe für schwere Verbrennung gegeben hat. Wahrscheinlich nicht in diese Richtung. Ich vermute. Okay, wir sind raus aus dem Dorf. Schnell wieder rein, bevor wieder irgendwelche Zufallskämpfer auf uns zukommen. Ah, okay. Wird geladen. Stehen bleiben. Nee, nicht schubsen. Ich habe noch Joghurt im Rucksack. An der guten Dame vorbei. Ja, das kennen wir schon. Und weiter. Machen wir nochmal eben kurz einen Zwischenstopp hier. Ups. Und gehen zu der verrückten Alten am Brunnen. Lalalalalala. Wird geladen. Tja. So. Jetzt haben wir die Bomben. Bomben, sagt ihr? Ja. In meinem Keller habe ich welche schon. Sie sind schon seit dem Krieg dort, aber ich bin fast sicher, dass sie noch funktionieren. Ihr bekommt sie ab. Ups. Wisst ihr, ein Drachen greift das Land hier an und hinterlässt nichts als verkohlte Erde. Vererdete Kohle. Wir müssen dieser mächtigen Bestie den Garaus machen. Den Garaus machen. Hilfsoffizier Raylan hatte diese Woche Patrouillendienst. Er wird euch mehr sagen können. Ihr findet ihn am Dorfengang. Also am Entree. Okay. Also wieder zurück. Kein Hilfsoffizier hier. Bist du der Hilfsoffizier? Hör mal. Guck mal her. Der Drache? Tja, einen eigentlichen Drachen hat wohl niemand gesehen. Aber ich sah Spuren im Boden. Große, runde Krater verkohlter Erde. Ich musste den Kleinen sogar ins Dorf zurückschicken. Immer sehe ich ihn bei den Kratern spielen. Wirklich, Kinder so einfach in die Nähe eines Drachen zu lassen. Ihr solltet mit seiner Mutter reden. Sie wohnt im Haus neben, Raute Sitz. Wer ist Raute Sitz? Ist hier? Wohnt hier Raute Sitz? Raute Sitz. Okay, die gute Dame redet immer noch denselben Krempel. Haben wir eigentlich was zu verkaufen? Nein. Okay. Raute Sitz, Raute Sitz. Ihr seid doch Bombenhaus. Dann redet mal mit der verrückten Alten, die dort beim Brunnen wohnt. Sie lagert alles Mögliche. Braucht ihr Heilung? Von mir aus. Spielstand speichern? Ja. Ihr seid aber mal. Haha. Nein. Aber wo ist denn. Wo wohnt denn Raute Sitz? Platz da. Wieder hier hoch. Oder ist Raute Sitz? Sid, der Onkel. Seid ihr nicht alt genug, um zu wissen, dass es keine Drachen gibt, oder was? Das vermaledeite Kind muss die Bombe aus dem Keller der alten Dame gestohlen haben. Mir kam dieser Feuerwerkskörper schon etwas groß und schwer vor. Bitte ihn, um euch die Bomben zu geben. Hoffen wir, dass sie bei euch sicher aufgekommen sind. Blabla, Garen, blabla. Wird geladen. Bedauere, da kann ich euch nicht dienen. Ich weiß nichts über Bomben. Und warum solltet ihr eine Bombe brauchen? Wir haben ohnehin schon genug Ärger. Was, mit wem soll ich jetzt quasseln? Sag nochmal, Schätzchen. Das war leider, wir müssen die Bomben. Okay. Also das Kind, das um den Brunnen rennt. Hauptsache, das Kind ist nicht schon in den Brunnen gefallen. Denn wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann kann die Kirche auch im Dorf bleiben. So. Blinker setzen.
Hallo. Tschüss. Wird geladen. Ich gehe dir mal entgegen, ne? Hallo. Ey. Meine Mutter weiß, was von dem Bomben hat, die Ärger. Aber der Spaß war es wahrscheinlich wert. Kann ich wenigstens eine behalten? Habe ich jetzt die Bomben oder wie? Oh. Da kommt die mit dem Lolli. Klink. Ich habe ein paar mächtige Zauber gelernt. Habt ihr die Bomben? Freigeschaltet Bomben. Mit Vorsicht zu handhaben. Händel Viscare. Ausgezeichnet. Dann auf nach Süden zum Heiligen Hain. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Okay. Tschüssikowski. Wir machen uns vom Acker. Nach Süden zum Heiligen Hain. Achso. Oha. So, hat die den X-Kristall? Was ist das denn? Oh. Eie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 
Sekunden. Schaden. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge Holz. Heilen. Nee. Magie. X-Kristall und tschüss. Bakun. Hier geht's nicht lang. Das heißt, wir müssen den Weg wieder zurücktrotten. Und Zufallskampf. Jawoll. Das ist schon ein bisschen hart nervig. Nein. Magie. Heilen. Beide. Ja. Magie. X-Kristall. Jetzt gar keine kritischen Treffer, ne? Ist mir schon mal aufgefallen. Magie. X-Kristall. Tschüss. Atuin. Oh. Beide ein Level up. Wie, bist du alleine? Jo. Heilen. Beide. Danke. Marie, heilen, beide. Dann müssen wir wahrscheinlich noch einmal durchs Dorf. Safety first. Tschüss, Pilz. Goomba, Zumba. Nee. Magie. Ex-Kristall. Attacke. Heilen. Tschüss, Atuin. Zur Heilung. Ja, danke. Ja. So, dann gehen wir jetzt nämlich hier zu dem anderen Speicherpunkt und werden dann hier wieder einen Break einschieben. Wir speichern. Und sehen uns im nächsten Teil dann wieder. Bis dahin, danke fürs Zusehen und macht's gut. Tschüssi.